Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch und ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo oder Präsentationsvideo, denn am Titel könnt ihr wahrscheinlich schon erkennen, dass ich euch mein neues Intro präsentieren möchte. Ich bin jetzt schon seit etwas längerer Zeit auf der Suche und ihr müsst auch nicht denken, dass ich gleich vom Erstbesten, den ich da angeschrieben habe, gleich ein Intro bekommen habe. Nee, ich musste da schon etwas länger rumfleuchen hier durch YouTube und habe viele Leute angeschrieben. Doch nicht jeder macht da gleich und sofort ein Intro. Ganz anders derjenige, zu dem wir dann später nochmal kommen. Jetzt aber erstmal noch ein so Dankeschön und sowas hier, ne? Küsschen da, Küsschen hier. An die Leute, die hier so ein paar Sachen so grafik- und designtechnisch für mich gemacht haben, da ich ja, wie ihr vielleicht wisst, einfach zu blöd bin, um sowas irgendwie zu können. Mich interessiert das total, ich finde das total super, so Intros und irgendwelche Speedarts und alles mögliche und sowas finde ich total genial. Bloß ich kann es halt einfach selber nicht und mir fehlen da auch die Programme für. Da möchte ich mich zuallererst mal bei dem Nick bedanken, den ihr wahrscheinlich alle aus dem Skyblock Together kennt, als auch auf Battlefield, da ist er ja auch dabei. Nick ist überall. Der macht mir ja unter anderem, hat er mir mein erstes Intro gemacht. Nee, es war nicht ganz mein erstes Intro, aber mein erstes richtiges Intro in Anführungszeichen. Das werdet ihr auch oft genug gesehen haben, als auch bei jeder Folge, bei jedem Part kommt immer am Anfang und am Ende immer da so ein, um so eine Leiste, letzter Part, Playlist und nächster Part, das ist auch von ihm. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass er mir das macht und das auch noch für fast jedes Projekt ein anderes. Also vielen Dank dafür an ihn, gefällt mir echt super. Und was ich nochmal sagen möchte, mit mir ist manchmal so ein bisschen komisch, denn ich bin so ein Perfektionist, ja, wenn man mir so eine Sache zuschickt und mir gefällt daran was nicht, dann sage ich das auch, das habe ich schon mal in einem Video gesagt, ne, mit Perfektionist und so. Ja, jedenfalls kann ich da Leuten wirklich manchmal schon ziemlich auf die Nerven gehen, aber ja, das finde ich gut, dass die da so mich aushalten. Okay, so, kommen wir als nächstes mal zum Texture Pack, denn das habe ich auch nicht selber gemacht. Frage ist, was mache ich überhaupt noch selber hier, ne? Eigentlich kann ich den Kanal ja abgeben. Nee, jedenfalls vielen Dank an Joey. Ich weiß gar nicht, wie der jetzt auf YouTube heißt. Ach, verdammte Kacke. Und den Pound LP, die beide mal so abwechselnd immer mal wieder arbeiten ja an dem Texture Pack. Je nachdem, wenn es jetzt ein Update gibt oder sowas. Warum zwei? Ja, das ist ganz komisch. Joey hat damit angefangen. Und hat das auch super gemacht und so. Doch dann kam irgendwie ein Update und dann war er lange Zeit immer nicht on und ich brauchte dieses Update. Ich kann das selber nicht. Ich weiß, wüsste, wie das geht, aber ich glaube, da spielt Faulheit auch immer noch so mit einer Rolle. Und da war dann dieser Pound-App, hat gesagt, ja komm, das mache ich dir und deswegen beide. Ja, vielen Dank an euch beiden. Das Texture Pack kennt ihr ja beide. Kennt ihr ja alle. Also denke ich, wer das Minecraft-IP guckt. Da gibt es dann Video, Tutorial, Texture Pack installieren. Oder so, irgendwie, kann ich in die Beschreibung packen, dort könnt ihr euch das noch gerne downloaden. Dann wäre da noch der Patrick, sage ich das jetzt richtig, Patrick oder Patrick? Oh Gott, Patrick, Mann, das war immer so schwer mit seinem Namen, wie man den nun richtig ausspricht. Jedenfalls, den kenne ich noch nicht allzu lange, aber der hat, also der, finde ich, der macht das auch ziemlich gut, seine Sache, der macht auch so Designs oder sowas, der macht jetzt nicht so, Intros und sowas, also was sich bewegt, sondern eher so Bilder. Der hat unter anderem für das Infovideo, als ihr das Cetomix 1.2.5, das Bild, was da war, was ihr gesehen habt, das hat er zum Beispiel gemacht. Was noch? Achso, dann noch ein Outro-Bild, das werdet ihr am Ende dieses Videos hier sehen. Mein Hintergrundbild hat er auch gemacht, was ich hier auf meinem Computer habe, auf meinem Desktop und Mann, ich bin so ein selbstverliebtes Arsch, ne? Ich weiß nicht, ich werde das jetzt hier wahrscheinlich mal einblenden. Jedenfalls steht da auch mein Name drauf. Ich weiß nicht, der hatte so Talent und dann habe ich den mal so gefragt, wusste nicht, was ich da noch so groß aufpacken soll. Deswegen steht da jetzt mal wieder mein Name, als wenn ich den nicht schon oft genug zu lesen habe. Das klang jetzt irgendwie leicht selbstverliebt, oder? Kann das sein? Ne, wir machen schnell weiter. Hat er noch was? Noch was gemacht? Noch was. Ach ja, genau, jetzt hier, ich habe auch immer oben so ein Logo, auch so mein Namen mal wieder eingeblendet. Immer dieses Ceto-LP. Das hat jetzt gewechselt vor kurzem. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Einige waren es, die haben auch gesagt, dass sie es gut finden. Ich finde es auch selber gut. Da gibt es zwei verschiedene sind das. Einmal für alle möglichen Projekte, das ist Assassin's Creed, Minecraft, also eigentlich alle anderen außer Mass Effect. Da gibt es noch ein anderes, die werde ich jetzt hier auch mal einblenden. Die hat auch er gemacht. Finde ich, sehen super aus. Vielen Dank an ihn. So, das Video ist schon fast wieder 5 Minuten lang. Mensch, das gibt's ja nicht. So, und jetzt zu dem Punkt, warum ihr eigentlich alle hier auf das Video geklickt habt. Und zwar das neue Intro wurde mir gemacht von Flippo Art. Flippo Art oder Flippo Arts?
Flipper jedenfalls mit 3P, und jetzt hat sich mein Bildschirmschoner hier. Sein Link steht unten, also der Link zu seinem Kanal steht unten in der Beschreibung. Da bitte mal vorbeischauen. Der hat schon einiges an Intros hochgeladen und auch Speedarts etc. Und der Typ hat richtig fucking Talent. Also, das gibt's nicht. Ich finde, der hat's drauf, ja. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich bei dem irgendwie einkratzen muss, sondern weil es wirklich so ist. Schaut mal bei ihm vorbei, schaut euch da mal die Intros an. Und mir haben wirklich alle Intros von ihm gefallen. Es gab kein Intro, wo ich sagen konnte, oh, das gefällt mir mal so gar nicht. Das ist mal richtig mies. Alle seine Intros fand ich echt super. Deswegen habe ich ihn auch mal angeschrieben. Und er hat auch ziemlich schnell auch geantwortet, ja. Und dann, ja, so ein bisschen geschrieben halt über Intro und so. Und es ist gar nicht so lange her, vielleicht höchstens eine Woche, als ich ihn angeschrieben habe. Und jetzt habe ich schon das neue Intro und finde ich echt super, ja, von ihm. Echt klasse. Danke, danke, danke. War auch übrigens eine ziemliche Plackerei, was das anging. Also wegen Formatierungsprobleme, sage ich mal, mussten wir da schon etwas länger sitzen. Gestern bis um 3. Und das hat immer noch nicht geklappt. Und heute fast den ganzen Tag. Bis späten Nachmittag, ja. Das werden vielleicht einige von euch mitbekommen haben. Ja, tut mir leid, mich haben heute einige gefragt, ob ich mit dem was zusammen spielen kann oder skypen können, etc. Würde ich gerne machen, aber ich hatte heute wirklich sau viel auch damit zu tun und hatte da einiges auch um die Ohren. Eine Sache, ach, die kommt gleich noch. Seid gespannt, ich das Intro. Und ja, jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Also hier, Flippo Art. Vielen Dank dafür an ihn. Und noch was hat er mir gemacht. Genau, an das wir jetzt, oder das, an das er jetzt am Nachmittag noch saß. Und das blende ich jetzt hier auch mal irgendwo ein. Das ist, achso, wie im Intro, das ihr gleich sehen werdet, habe ich jetzt als neuen Avatar, als neues Kanalbild, auch neu, so ein Joystick und dann mein Name drauf. Ich finde, das sieht richtig genial aus. Er meinte ja, das ist eine ganz simple Grafik, aber ich finde, das ist richtig geil. Werde ich jetzt hier irgendwie alles mal einblenden. Ich weiß nicht, was ich da jetzt für ein Hintergrundbild hinpacke oder sowas. Keine Ahnung, das ist total spontan hier. Merkt man mir vielleicht auch an. Vielleicht auch nicht. Egal. Jedenfalls ist da so eine Animation. Da ist auch dieser Joystick und dann mein Name. Und das dreht sich dann so. Und das geht dann lustig manchmal so auf und dann geht's wieder zusammen. Finde ich total genial. Das werdet ihr jetzt auch ab und zu in meinen Videos finden. Nicht immer. Muss ich mal schauen. Aber ab und zu werdet ihr das dann mal sehen. Finde ich total genial. Könnt ihr gerne mal schreiben. Ihr könnt gerne unten in die Beschreibung schreiben, wie euch das alles gefällt, wollte ich jetzt sagen. Dabei habt ihr das Intro noch gar nicht gesehen. Und damit ich euch nicht länger noch hier auf dem heißen Zahn fühle, sagt man ja so schön, seht ihr jetzt erstmal gleich das Intro. Viel Spaß! Boah, geil! Ich liebe das. Ich finde das Intro richtig, richtig geil. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob vielleicht findet das der ein oder andere auch nicht so gut. Dann könnt ihr das gerne natürlich auch unten in die Kommentare schreiben. So, das neue Kanalbild habe ich auch angesprochen. Könnt ihr entweder jetzt mal auf meinem Kanal vorbeischauen, wenn ihr es sehen wollt. Ansonsten habe ich das wahrscheinlich schon oder werde es jetzt nochmal einblenden. Dann seht ihr das auch nochmal. Gut. Ansonsten glaube ich, war es das denn hier an der Stelle erstmal wieder. Ich lege wieder meine kurze Überlegungspause ein und guck mal, ob mir noch irgendwas einfällt. War noch irgendwas? Oh, verdammt. Ich habe ja keinen Zettel oder sowas. Doch, ich habe einen Zettel vor mir liegen mit den Namen drauf. Ich wollte jetzt hier niemanden vergessen und ich hoffe, ich habe jetzt auch niemanden vergessen. Das wäre jetzt echt ziemlich doof. Gut, das dazu. Vielen Dank nochmal an Flippo Art und die anderen. Schaut auch bei denen mal auf den Kanälen vorbei. Die Links unten in der Beschreibung. Gut. Okay. Dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis dann. Wollen der Rose kaufen? Nein. So, da bin ich nochmal hier auf der Skyblock-Welt. Zusammen mit Nick. Elender Cheater. Habt ihr das gesehen? Auf Feier, muss ich zensieren. Ja, hier sind wir jedenfalls nochmal. Ich wurde in letzter Zeit des Öfteren angeschrieben, ob Skyblock denn abgebrochen wurde, ob wir keinen Bock mehr hatten oder so. Nee. Ich hab's schon, vor allem, oder ich glaube bei Facebook habe ich es schon mehrmals erwähnt, dass eben ein Finale geplant ist, dass jetzt noch eine letzte finale Folge kommt und da haben wir was geplant, ein bisschen was Größeres, was wir beide so, glaube ich, noch nicht gemacht haben und deswegen hat es auch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen
Ist schon etwas länger her, jetzt die letzte Folge, aber ist okay, ist okay. Und ich bin jetzt nicht umsonst hier, sondern wir starten gleich mit der Aufnahme. Jetzt haben wir, es ist Samstag und es ist jetzt gerade 21:49 Uhr. Das wird noch ein bisschen dauern, bis jetzt das hochgeladen ist. Aber ihr könnt jetzt mich gerne in Skype anschreiben, dass ihr dabei sein wollt als Nebendarsteller. Denn wir brauchen noch ein paar. Wofür und für was und so, das sagen wir euch dann noch, wenn es soweit ist. Wenn ihr Ansonsten. drangenommen werdet, natürlich nur. Ja, kommt drauf an, wie viele mich jetzt anschreiben. Wir können natürlich keine 20 Mann nehmen. Das ist jetzt hier ein 12-Slot-Server. Den werden wir jetzt so weit auslassen, wie es geht. Und dann ist Ende. Ne? Also, so ein paar haben sich schon angekündigt, die dabei sein wollen. Ich habe jetzt schon mehrmals auch bei Facebook gefragt. Also, bei Facebook, schaut da mal ab und zu vorbei oder liked da auch die Page. Da bleibt ihr dann immer auf dem neuesten Stand vor allem. Oder auch. So, Nick, willst du noch was sagen? Nee, Ja, wa? warte, noch einen kleinen Tipp. Hast du schon einen Schwenker zur Seite eigentlich gemacht? Achtung, Oder noch Achtung, nicht? Achtung, Achtung! Oh mein Gott! What the Was? hell? Wehe, du sagst jetzt, was es ist. Ja, ihr habt jetzt nicht so viel gesehen. Ich habe auch bei Facebook schon ein Bild gepostet. Was war das? Das ist ein Tipp? Ach so. Steht das L für Luigi? Das L steht für Loser, ja. Du hast Luigi und Luigi und Loser gleichgesetzt? Du bist ja einer. Mensch. Ey, du spoilerst. Egal. Gut. Also, ich habe auch bei Facebook schon ein Bild gepostet. Da durftet ihr schon raten, was es ist. Und was ist es? Das seht ihr dann erst im Finale. Oder ihr seid Nebendarsteller. Dann seht ihr das schon früher. Also einfach anschreiben. Ich ziehe das hier wieder unnötig in die Länge. Also, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Meinung zum Intro oder zu dem neuen Kanalbild etc. gerne unten in den Kommentaren gesehen. Genauso wie eine Bewertung. Egal ob Daumen hoch oder runter. Nein, 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 nur Daumen hoch, haha. Nee, ihr könnt gerne Für auch einen Daumen runter mich. geben, wenn es euch nicht gefallen hat. Nur dann wäre es nett, wenn ihr auch runterschreibt, was euch nicht gefallen hat. Weil einfach ein Daumen runter, das hilft mir dann doch nicht ganz so viel. Ich werde nicht gleich anfangen zu heulen. Zumindest nicht gleich. Ich ritze mich dann. Nein, natürlich nicht. Was war das? Oh, Steaks. Gut, okay, dann sehen wir uns entweder gleich hier auf dem Server, wenn ihr dabei seid. Ach so, ich wollte gerade sagen, wie kommt der Hund hier hin? Das sieht genial aus. Okay, gut, und ansonsten dann bis zum finalen Part. Okay, bis dann. Hühnchen, sag tschüss. Tschüss.